Ja, vielen Dank, Herr Dr. Schäfer. Herzlich willkommen. Es ist schade, dass ich nicht direkt in Ihre Gesichter blicken kann, aber das hatten wir schon vorher. Vielleicht eines vorweg. Ich habe hier nicht ein komplettes Manuskript für die nächsten 60 Minuten vorbereitet. Ich bin sehr dankbar für Zwischenfragen. Also bitte unterbrechen Sie mich. Sie werden es nicht schaffen, mich aus dem Konzept zu bringen. Über den Chat oder indem Sie einfach laut ins Mikrofon brüllen, wenn Sie sagen, totaler Quatsch oder Fake News oder vielleicht auch, ich hätte dazu eine Anmerkung, das würde die Sache interessanter machen. Ansonsten bin ich in 10 Minuten wahrscheinlich durch oder fange an, langweilige Anekdoten zu erzählen vom Marathonlaufen oder von lustigen Fällen, die einem so begegnen, was Juristen so gerne tun. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, und gestatten Sie mir heute, dass ich auch als Rechtsanwalt Sie, Richter, Staatsanwältinnen, Rechtsstaatsanwälte, als Kollege ansprechen, wo wir doch eigentlich einen unterschiedlichen Beruf ausüben. Aber Kollegen sind wir heute aufgrund unserer juristischen Ausbildung, okay, immerhin, und der unterstellten Fähigkeit, auch komplexe Sachverhalte analytisch so weit zu abstrahieren, dass Vorurteil und politische Agenda in den Hintergrund treten. Und das ist etwas, was in diesen Zeiten sehr wichtig ist. Und deswegen möchte ich mit einem Lichtblick heute beginnen in der Agenda, also entgegen der typischen Vortragsgliederung mit Einführung, Situation, Complication, Solution oder Ausblick und Resümee am Ende, weil wir ein Thema hier haben, wo Optimismus eigentlich eher rar gesät ist und die gute Laune sich oft in Grenzen hält. Und deshalb habe ich die Befürchtung, dass Sie mir vielleicht nicht 30 Minuten lang zutrauen, am Schluss noch Optimismus unterzubringen. Also stellt sich das ganz an den Anfang, auch für den Fall, dass Big Blue Button vielleicht bis dahin nicht mehr durchhält, aber letzten Tage hat es ja gut funktioniert. Ich habe in den Erfahrungsberichten gestern gehört, dass Sie berichten, Hasskriminalität nimmt qualitativ und quantitativ zu, und mit einigen Entsetzen habe ich auch zur Kenntnis genommen, wie einige von Ihnen beschrieben, dass Sie selbst als Justizangehörige Opfer von Bedrohungen werden. Das ist an sich nicht überraschend, aber es ist trotzdem bestürzend, und ich werde nachher noch näher dazu ausführen, wie das immer mehr eigentlich zu einem Mittel der Meinungsbildung, zur politischen Einflussnahme wird. Es geht also bei Hasskriminalität nicht nur darum, dass es lästig ist, dass unsere Timeline vergiftet wird, sondern darum, dass Hass und Bedrohungen zu einem probaten und äußerst effektiven Mittel geworden sind, um politisch mitzumischen. Und das haben Leute gemerkt, die früher auf dem die heute auf dem Sofa sitzen und Einfluss nehmen können mit den Mitteln, die da gegeben sind. Und da ist es klar, ich glaube, da sage ich nichts Neues, dass wir dafür Antworten finden müssen. Aber wo ist jetzt der Lichtblick, den ich geben wollte? Ich rede schon wieder eigentlich über die Probleme herum. Wir sind Juristen, und ich habe im letzten Jahr etwas beobachtet, was mich aus der juristischen Sicht überrascht hatte. In einer Zeit mit Querdenkern, die auf die Straße gehen und laut grölen und sich an keine Regeln halten wollen, wo Anstand schon längst eigentlich abhanden gekommen ist, wo Menschen Lügen verbreiten, zum Hass oder auch sogar zur Gewalt aufgeben. Was kann denn da eigentlich eine gemeinsame Basis sein, die einen Konsens bildet für alle Menschen? Also selbst die, die so aussehen, als hätte man sie verloren. Glaube an Gott? Wohl kaum. Die Flagge und Nation, nicht bei uns in Deutschland. Oder die Überzeugung, dass die Wissenschaft immer recht hat, das nun auch wirklich nicht. Aber was mich überrascht hatte, war, dass die Querdenker auf ihrer Homepage das hier ganz oben platzieren. Und das hier ist die Seite von Querdenken 711. Das Grundgesetz und der Slogan und auch das, was auf diesen Plakaten steht, nimmt immer Bezug auf das Rechtssystem. Meine Damen und Herren, das Grundgesetz in einer Form, die Sie vielleicht anders auslegen und so weiter, aber trotzdem glauben Sie, dass das der gemeinsame Nenner ist, dass das die Instanz ist, die Autorität hat. Und da sind wir doch zu Hause. Ja, da gibt es Leute, die verstehen das Grundgesetz ganz anders. Die meinen, Artikel 2 bedeutet, man hat grenzenlose Freiheit, und die sehen sozusagen nur den ersten Satz davon. Artikel 5 hat auch eine ganz interessante Bedeutung in den
Augen beispielsweise jetzt der Querdenker, sie meinen, nur die eigene Meinung muss geschützt werden, und zwar vor allem geschützt werden vor Widerspruch. Also da müsste auch Widerspruch verboten werden und es darf keine Staatsmeinung geben und alle anderen Meinungen dürfen unterdrückt werden. Das ist nicht so, wie es im Gesetz steht. Aber immerhin, sie berufen sich auf eine Rechtsordnung, und das ist ein Ansatz, wo wir eigentlich als Juristen im Vorteil sind. Denn Grundrechte lassen sich erklären, lassen sich plausibel machen. Es lassen sich auch Widersprüche an der Stelle aufdecken. Und das, ich weiß nicht genau, ob das wirklich so sehr tröstlich ist, aber ich habe mir gedacht, an der Stelle können wir Juristen unseren Beitrag leisten und hilfreich sein, wenn das Recht als Autorität anerkannt wird. Vielleicht nicht jedes Gesetz. Ich meine, manche finden sowas wie 185 total doof und 130 sowieso, aber sie berufen sich dann zumindest auf das Grundgesetz gerne. Gut, manche auch auf die Notstandsregelungen oder wollen ein neues Grundgesetz erlassen, das ist auch mal so ein Thema. Aber im Großen und Ganzen versuchen sie eigentlich festzustellen, dass die Grundrechte, die da drin sind, die verankert sind, die Grundlage für unser Zusammenleben bringen. Und dazu kommen wir dann noch. Ich möchte gerne in den nächsten Minuten die anwaltliche Perspektive betrachten. Und es ist klar, ich brauche Ihnen nicht zu erklären, was im NetzDG drinsteht oder was die Untersuchungen ergeben haben. Das wissen Sie selbst, oder welche Fälle vor Gericht landen. Ich möchte Ihnen gerne heute ein wenig zeigen, was Sie vielleicht nicht sehen, was sozusagen die außergerichtliche Perspektive ist, das, was nicht bei Ihnen auf dem Schreibtisch anlandet. Und ich möchte natürlich gerne mit dem Fall beginnen, der schon ein bisschen zurückliegt, nämlich von dem Syrer Anas Modamani, weil in der Diskussion erlebe ich immer wieder, dass wir einschwenken auf die abstrakten Themen. Was ist denn mit der Meinungsfreiheit? Und sollten wir die Regulierung wirklich den Plattformbetreibern überlassen? Die können das doch gar nicht, und die sollten doch nicht die Richter sein. Und was wir immer wieder vergessen ist, was Hass und Hetze bedeutet. Und da war ich sehr dankbar, dass 2016 Anas Modamani an mich herangetreten ist. Ich war ja in dem Thema schon eine Weile aktiv und gesagt hat, er hält es nicht mehr aus, was da passiert. Denn das ist selten, dass jemand mit Hasskriminalität tatsächlich sich Hilfe sucht. Die meisten Leute versuchen eigentlich abzutauchen und hoffen, dass es schnell vorbeigeht. Sie kennen dieses Bild, es gibt verschiedene Einstellungen. Das hier ist das Originalbild aus dem Handy. Es gibt andere Einstellungen, wo die Agenturfotografen rein fotografiert haben und dann das Handy aussehen. Das hier ist das, was Anas Modamani selbst gemacht hat. Und dieses Bild wurde verwendet für alle möglichen Memes. Dann noch eine nähere Sicht, zum Beispiel dieses hier, lautet Obdachlosen angezündet. Jetzt bin ich im Bild. Merkel machte 2015 Selfie mit einem der Täter. Können wir nochmal das Bild hier anschauen, was wir hier drüben hatten. Also das ist das Merkel-Selfie, und hier haben wir ein Fahndungsbild aus einem Vorfall, der sich in Berlin ereignete. Da haben Obdachlose tatsächlich versucht, in der U-Bahn einen Obdachlosen anzuzünden. Das wurde später auch verurteilt, nicht als versuchter Mord, sondern als versuchte Körperverletzung. Man hat die Täter auch gefunden, und da meinten eben die Erfinder dieses Memes, guck mal, der da in der Mitte, der sieht doch genauso aus wie der da links. Man hat allerdings, um ein bisschen mehr Ähnlichkeit herzustellen, das Bild ein bisschen in der X-Achse gestaucht. Man sieht also auch, dass Frau Merkel ein bisschen schlanker auf dem Bild aussieht. Aber das war nicht das einzige Bild, was es dieser Art gab. Schon etwas früher wurde das Selfie verwendet bei Brüsseler Bombenattentaten, beim Breitscheidplatz. Da war es eine offenkundige Montage. Da hat man sich nicht einmal mehr die Mühe gemacht zu sagen, dass das nicht die Wahrheit war. Und damals, 2017, das ist jetzt ein bisschen her, wenn man es gemeldet hat, bekam man immer wieder die Antwort von Facebook, es verstößt nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards, es verstößt auch nicht gegen deutsches Recht, sagt White and Case, die damals und auch heute noch Facebook vertreten haben. Wir hatten also damals ein ganz, ganz starkes Problem mit Underblocking, wenn man Overblocking, Underblocking als Begriffspaar verwenden möchte. Wir hatten also die Situation, dass Hetze im Netz stehen geblieben ist und nicht gelöscht wurde. Jetzt muss ich mal zwischendrin fragen, bin ich halbwegs gut zu verstehen und zu lesen? Und ich schaue ab und zu mal in den Chat rein. Jo. Okay, mache ich gerade weiter. Man würde es ja nicht merken, wenn ich eine halbe Stunde lang einfach nur ins Leere spreche und es gab schon keine Internetverbindung mehr. Also, machen wir weiter mit dem Fall, den möchte ich auch gar nicht so weit ausführen, den kennen Sie nämlich wahrscheinlich aus Medien oder dergleichen. Wir haben damals
alle möglichen Meldungen gemacht. Wir haben viele andere Fälle auch gemeldet, über 500 einfach mal gesammelt. Die wurden dann später über die verschiedenen Staatsanwaltschaften verteilt. Ich habe im vorletzten Jahr noch die letzten Einstellungsnachrichten dazu bekommen. Es hat ziemlich lange gedauert. Auf Twitter war es übrigens das Gleiche. Und das hier ist die Meldung, die nach dem NetzDG schon erfolgt ist, wo Twitter gesagt hat, das verstößt auch nicht gegen die Gemeinschaftsstandards. Das hier war der Prozess in Würzburg. Okay, das NetzDG, das brauchen wir, glaube ich, gerade. Ja, da hören wir auch schon auf. Das ist die Geschichte, die Sie seither kennen. Das ist eine Situation 2016/17, wo Facebook selbst seine eigenen Gemeinschaftsstandards nicht sinnvoll umgesetzt hatte. Es gab dann diese Diskussion, dass sich daran was ändern müsste. Und Heiko Maas hatte es damals in die Hand genommen und Herr Dr. Schäfer hatte damals, glaube ich, die Vorlage geschrieben, ausgearbeitet für das erste Netzwerkdurchsetzungsgesetz, also den ersten mutigen Versuch einer Regulierung. Mit viel Kritik natürlich. Kritik, dass es zu viel Overblocking erzeugt, dass, Sie kennen die Argumente, man nicht Facebook als Sachwalter über die Meinungsfreiheit machen sollte. Ich muss mich allerdings gerade korrigieren, das war noch mein Vorgänger, der meinerseits. Ah. 2018. Wunderbar, Herr Schäfer. Ich habe Sie damals, als ich Sie zum ersten Mal gesehen habe, immer nur wahrgenommen als der kennt das NetzDG in- und auswendig und hat es ausgebrütet. Es ist damals entstanden mit heißer Nadel wohl und es hatte den Ansatz, Facebook dazu zu zwingen, deutsches Recht wirklich durchzusetzen. Und die anwaltliche Perspektive daraus spaltet sich auf in zwei verschiedene Protagonisten, logischerweise. Es gibt die einen, die wollen Löschungen, das waren meine Mandanten, die also Opfer von Hasskriminalität und Bedrohungen wurden. Und die anderen, die wollten keine Löschung. Jetzt kann man sich fragen, warum. Es gibt viele Leute, die profitieren davon, dass möglichst vieles im Netz steht, weil eben diese neuen tollen Möglichkeiten jetzt auf einmal entstanden sind, sich politisch mit einzubringen, seine Meinung zu äußern, seinen Hass zu äußern, seine Gefolgschaft zu mobilisieren und dafür sogar zu sorgen, dass Menschen angestachelt von dem, was im Netz passiert, zu Taten streiten. Man schickt dann quasi seine gesamte Gefolgschaft auf eine Person und das ist so eine Karawane, die zieht von einer Station zur nächsten und dann nimmt man sich heute mal irgendeine YouTuberin, Mirella, mir egal, zum Beispiel neulich war so ein Shitstorm oder auf Twitter ging vorgestern etwas mit Quattro Milf und konzertierte Aktionen, macht die Person fertig online und am besten auch noch offline. Und auf diese Weise erreicht man es sehr effektiv, dass Leute sich zum Beispiel aus dem politischen Geschehen zurückziehen. Das sieht man auch bei Wissenschaftlern. Herr Lauterbach hat eine dicke Haut, der verträgt das anscheinend. Ganz viele andere sagen sich, da fange ich doch gar nicht erst an, mich öffentlich zu äußern. Christian Drosten sagt, dass viele seiner Kollegen im Herbst schon gesagt haben, also so wie das hier medial abläuft, halte ich mich lieber raus. Und das, meine Damen und Herren, hat Auswirkungen. Wenn Hass und Hetze nicht einfach nur Timelines vergiftet, sondern dazu führen, dass Leute sich nicht mehr äußern wollen. Bei dem Modamani-Prozess, als diese Bilder von dem Prozess durch die Medien gingen und auch die Fernsehmedien und auch das Privatfernsehen und Bild online erreichten, da klingelte dann bei mir ständig das Telefon mit den normalen Beleidigungen und Sie können sich vielleicht vorstellen, dass der Anblick von einem südkoreanischstämmigen deutschen Anwalt aus Verden in Niedersachsen und einem syrischen Flüchtling, die vor Gericht ziehen gegen Facebook, bei manchen Leuten die Sicherung durchknallen lässt. Und dann bekamen wir hier also Anrufe, ganz klassisch, der Jun soll aufhören, gegen Facebook vorzugehen, ansonsten gibt es Tote. Das war noch das Normale. Dann kamen auch die Anrufe, ich weiß, wo er wohnt, ich weiß, wo seine Kinder zur Schule gehen. Und das war die Stelle, wo auch meine Frau gesagt hat, also Chanjo, hör auf, das hier geht mir hier zu nahe. Die bayerische Polizei war sehr hilfsbereit, auch die Staatsanwaltschaft hat sofort Ermittlungen eingeleitet. Dann fuhren wir eine Zeit lang mit dem Polizeistreifenwagen zur Grundschule. Das ist die ersten zwei Male lustig, aber ich habe meiner Frau damals versprechen müssen, dass ich nach der ersten Instanz das Mandat abgebe. Ich habe den Christian Solmecke gebeten, das Mandat zu übernehmen. Da wollte allerdings der Mandant nicht und das führte leider dazu, dass es nie zum Hauptsacheverfahren kam und nicht unser Fall beim EuGH vorgelegt wurde, sondern der Glawischnik-Fall, der eine ähnliche Konstellation hatte und dann auch sehr interessant entschieden worden ist. Aber, meine Damen und Herren, Sie sehen, Hetze hat Auswirkungen auf die Art, wie Politik und Meinungsbildung betrieben wird, eben nicht nur online, sondern auch offline. Aber ich fürchte, dass es Ihnen längst bewusst, von dem, was ich über Sie jetzt in den letzten Tagen erfahren habe, sind Sie ja voll dabei und kennen sich aus und es wäre naiv zu glauben, dass das sozusagen nur darum geht, dass man Facebook danach besser nutzen könnte.
Wir haben also die einen Protagonisten, die sich gegen Hass und Hetze wehren, Opfer, wenn man so will, wobei die auch manchmal zu Tätern werden können. Wir haben die Leute, die gerne möchten, dass möglichst viel im Netz stehen bleibt, weil das ihr Kapital ist. Und das kann ich jetzt nicht ohne Zynismus sagen. Und da gibt es mehr Anwälte. Viele Kollegen haben sich darauf spezialisiert, Menschen zu helfen. Zum Beispiel gibt es da diese Kanzlei, Facebook-Sperre jetzt wehren. Das ist ein Kollege, der auch im Schiedsgericht der AfD tätig ist. Mich auch schon angerufen und gesagt, hey, können wir uns mal austauschen mit der Rechtsprechung dazu, weil wir haben ja sicherlich nicht die gleichen Mandanten. So kollegial ist man dann auch miteinander. Der hat sich also darauf spezialisiert, Leuten zu helfen, dass Inhalte, die gelöscht werden, wieder online gebracht werden. Und das ist ein Punkt, auf den ich gleich noch etwas eingehen möchte. Der Teil, den Sie nicht so viel sehen, ist der, der außergerichtlich stattfindet. Und darüber möchte ich gerne etwas berichten. Die Sicht der Opfer, die wird die Josephine Ballon im nächsten Vortrag noch etwas stärker beleuchten. Deshalb kann ich mich da ein bisschen kurz fassen. Was wir außergerichtlich häufig haben, sind Abmahnungen. Und auch da muss man sagen, dass die rechte Szene dort rechtlich fast aktiver ist. Ich kann es qualitativ und quantitativ nicht ausmachen. Die haben zum Beispiel auch festgestellt, dass die Unterstellung, jemand sei im rechtsradikalen Milieu unterwegs, als Tatsachenbehauptung überprüfungsfähig ist. Und so gibt es dann, ich suche gerade mal ein Bild dazu raus, was ich Ihnen zeigen möchte. Da hat ein Rechercheportal, das ist jetzt hier ein bisschen schlampig anonymisiert, aufgedeckt, dass ein Arzt sich in einem rechtsextremen Umfeld wohl bewegt, und da wird dann abgemahnt. Und zwar nicht nur die Autoren werden abgemahnt, sondern jeder, der den Tweet retweetet hat. Das sind ziemlich viele, wie man sich vorstellen kann. Und ich glaube, die meisten dieser Fälle gehen gar nicht vor Gericht, weil die spannende Frage ist, retweeten eigentlich ein Zueigenmachen, ein Verbreiten oder eine Zueignung im Sinne des 186, ein Verbreiten im Sinne des 187. Das sind Fragen, die sind ja auch noch nicht ganz geklärt. Ich glaube, wir hatten das auch im Meinungsaustausch, Erfahrungsaustausch, dass die Linie zu dieser Frage noch durchaus in Bewegung ist. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile klarere Regeln dazu gibt, aber noch bevor eine Rechtsprechung besteht, findet einfach außergerichtlich natürlich sehr viel Aktivität statt, wo Leute sagen, dann probieren wir es einfach. Oder ich vertrete momentan einen YouTuber, der hat einen Querdenker-Anwalt, Bodo Schiffmann, kritisiert in seinen Videos, Clips vorgespielt, was Bodo Schiffmann wieder gesagt hat, dass die Kinder alle an den Masken sterben und so viele sind schon tot umgefallen und so weiter. Und die erste Reaktion von Bodo Schiffmann, als er das unterbinden wollte, war, dass er seine Gefolgschaft losgeschickt hat über den Telegram-Kanal. Findet raus, wer das ist, weil er war mit einem Pseudonym aktiv. Irgendjemand hat dann das Bild aus den Videos mit einem Profilbild auf Xing vergleichen können und damit dann die Identität preisgeben können. Die Identität wurde dann auch gepostet und dann ging der Shitstorm offline los. Dann also nach erfolgtem Doxing, also nach dem Offenlegen der personenbezogenen Adressdaten, die nicht vorher bekannt waren, jedenfalls nicht in diesem Zusammenhang, wurde dann halt der Arbeitgeber angerufen, per Fax belästigt, das, was er da für einen Mitarbeiter hat, und den soll er sofort rausschmeißen. Und das hat Wirkung. Also dieser User hat er wirklich drüber nachgedacht, ich nehme alles offline und lasse es sein. Als nächstes kam dann eine Abmahnung, weil es die Meinungsfreiheit von der Meinungsfreiheit nicht gedeckt sei, wenn man einen Querdenker kritisieren würde. Sind kompliziertere Fragen tatsächlich, man muss sich den Kontext anschauen, aber das ist so etwas, was typischerweise außergerichtlich hier stattfindet, es sei denn, die reichen tatsächlich noch den Antrag, eine 1-2-Verfügung zu beantragen. Der dritte Protagonist in dem Spiel sind natürlich die Plattformen, und das ist jetzt eigentlich ja auch mein Steckenpferd, weil ich davon überzeugt bin, dass wir mit der Regulierung der Plattformbetreiber noch gar nicht am Ende sind. Es gibt viele Kollegen, die das NetzDG kritisieren und sich am liebsten wünschen, man würde es den Plattformbetreibern komplett überlassen, zu entscheiden, was gesehen werden darf, was nicht. Das Vertrauen darauf, die Menge wird es schon richten.
Und das sind manchmal Leute, die vielleicht nicht im Internet unterwegs sind, die einfach sagen, wir brauchen Freiheit für alles, der Staat soll sich raushalten. Oder eben Leute, die davon profitieren, dass wir einen quasi rechtsfreien Raum haben, dass sich Plattformbetreiber nicht an deutsche Gesetze halten müssen oder wollen oder es nur dann tun, wenn sie mit ganz, ganz viel Druck dazu gezwungen werden. Und jetzt komme ich dann doch nochmal zu dem Fall Overblocking und Underblocking. Ich schalte mal gerade auf meine zweite Kamera, um aus der Sicht, fangen wir mal mit einer materiell-rechtlichen Sicht an. Ist das halbwegs sichtbar? Wenn wir zwei Kästen mal vergleichen, und zwar der weiße Kasten sind die Community-Standards. Was ist sozusagen nach den Community-Standards untersagt und was ist das deutsche Recht? Da haben wir ziemlich viel Überschneidung, also Dinge, die sowohl nach dem deutschen Recht untersagt sind, als auch nach den Gemeinschaftsstandards. Hassrede zum Beispiel. Hassrede ist vielleicht ein bisschen anders formuliert in den Community-Standards, aber deckt sich halbwegs oder ansatzweise wenigstens mit 130, 131 oder 185 StGB. Wir haben dann aber einen Bereich, der ist verboten nach deutschem Recht, nicht aber nach den Gemeinschaftsstandards. Es ist verboten, nach deutschem Recht Verleumdung zu betreiben oder das Recht am eigenen Bild zu verletzen oder, was war das andere Beispiel, BDSG-Vorschriften zu verletzen, Doxing, aber nach den Facebook-Gemeinschaftsstandards ist das völlig in Ordnung. Und das sieht man immer wieder natürlich in der Praxis, wenn wir Fälle melden, die nicht in die Gemeinschaftsstandards oder AGBs von Facebook fallen, sondern nur nach deutschem Recht verboten sind, insbesondere üble Nachrede, dann ist Facebook nach wie vor schlecht. Facebook tut sich immer noch schwer, auch jetzt im wievielten Jahr nach dem NetzDG zu begreifen, dass üble Nachrede nach deutschem Recht eben strafbar ist und dass es nicht darauf ankommt, ob jemand in gutem Glauben gehandelt hat, sondern nur darauf, ob das erweislich wahr ist und so weiter, brauche ich nicht zu erklären. Das ist ja auch eine dieser Normen, wo deutsches und amerikanisches Verfassungsrecht so ein wenig aneinander geraten. Während wir in Deutschland mit Artikel 5 die Meinungsfreiheit schützen, schützen die Amerikaner in ihrem First Amendment die Redefreiheit, Freedom of Speech. Jede Äußerung, ob Meinung oder Tatsachenbehauptung, ist zunächst einmal verfassungsrechtlich geschützt. Und so erklärt sich auch, wie so ein Mark Zuckerberg dann zwischendrin sagt, naja, die Holocaust-Leugnung ist nicht so schlimm, die meisten Leute machen das ja nicht absichtlich, was für uns Juristen natürlich in Deutschland völlig irrelevant ist. Aber nach wie vor tut sich Facebook schwer in diesem Bereich. Deutsches Recht ist verletzt, aber die Gemeinschaftsstandards nicht. Dafür ist das NetzDG ja eigentlich gemacht worden. Und wir wissen natürlich aus den Zahlen, dass es nur ganz, ganz wenig Fälle gibt, wo Facebook die Löschungen nach dem NetzDG vorgenommen hat. Viel, viel mehr, also Faktor 100.000-fach nach den eigenen Gemeinschaftsstandards. Aber dort, wo es drauf ankommt, haben wir immer diese Probleme, zum Beispiel bei untergeschobenen Zitaten. Und da habe ich vielleicht auch nochmal ein Beispiel dabei. Zum Beispiel, das hier ist ein etwas älteres Beispiel von Renate Künast. Der traumatisierte junge Flüchtling hat zwar getötet, man muss ihm aber trotzdem helfen. Diese Äußerung, wir haben sie etliche Male gemeldet, wird von Facebook nicht gelöscht, weil es ist ja keine Beleidigung drin, keine Hassrede, es ist ja nur eine üble Nachrede. Auch die Staatsanwaltschaft Berlin hat sich mit dem Fall etwas schwer getan. Solche untergeschobenen Zitate als Verleumdungen oder üble Nachreden sind typisch für ein Versagen von Facebook. Aber betrachten wir bei der Gelegenheit mal die andere Seite auch noch, die jetzt auch mehr in den Fokus rückt, nämlich die Seite, wo vielleicht ein Overblocking stattfinden könnte. Also wo die Community Standards etwas verbieten, was nach dem deutschen Recht aber gar nicht verboten ist. Wenn wir also Overblocking, Underblocking betrachten, ist das hier das Problem des Underblocking. Ihr löscht etwas nicht, obwohl es gegen deutsches Recht verstößt. Hier drin hat man natürlich ganz viele Anwendungsfehler, aber da ist zumindest ja, von der Systematik her vielleicht der gute Wille vorhanden gewesen. Facebook hat durchaus in den Jahren 2017 folgende die Anstrengungen in diesem Bereich verbessert und mehr entfernt. Und wir haben tatsächlich dadurch vielleicht etwas weniger Hass, aber wir haben natürlich dadurch auch viel mehr Fehlentscheidungen, falsche Entscheidungen in diesem Bereich. Das NetzDG sollte dafür sorgen, dass dieser Bereich ausgeleuchtet wird. Das passiert auch häufig, aber nicht ausnahmslos. Wenn man dann Beschwerden beim Bundesamt für Justiz einreicht, dann bekommt man meistens die Antwort, war zwar fehlerhaft, aber war noch nicht systematisch. Also klar, der Tiger hat zwar Zähne, aber ob die so richtig gut greifen, ist noch eine andere Frage.
Ich glaube aber trotzdem, dass das NetzDG eine Wirkung hatte. Und zwar nicht im Hinblick auf Overblocking, was dem NetzDG immer wieder unterstellt wird. Overblocking war schon vorher vorhanden. Und Overblocking mag allein dadurch mehr geworden sein, weil wir mehr Durchsetzung und Moderation haben. Aber die wenigen 100 irgendwas Fälle, wo aufgrund von NetzDG gelöscht wurden, da ist kein einziger Fall bekannt, wo ein Overblocking stattfand, also wo eine falsche Entscheidung dort getroffen wurde. Das NetzDG hat vielleicht Facebook dazu animiert, seine eigenen Standards mehr durchzusetzen. Das mag sein. Das NetzDG hat aber das Problem, was schon vorher bestand, nicht mitgelöst. Und jetzt könnte man sagen, war auch keine Zeit dafür. Und außerdem haben wir dafür genau das Reparaturgesetz, was wir dringend brauchen. Denn die ganze Kritik am NetzDG, dass es die Meinungsfreiheit einschränkt, würde in sich zusammenfallen, in dem Moment, wo die User die Möglichkeit haben, gegen Löschungsentscheidungen sinnvoll vorzugehen. Ich mag vielleicht kurz an der Stelle erzählen, wie funktioniert das denn heute? Wir haben es ja ausprobiert, also vor dem NetzDG, nach dem NetzDG. Wir haben auch mal gemessen, wie viel Overblocking gab es, aber mit den Mitteln einer Kanzlei kann man das natürlich nicht quantitativ richtig gut erfassen. Und Herr Billen hatte auf meine Frage damals, warum macht das nicht mal das Ministerium, gesagt, wie soll man das denn eigentlich machen, ohne es zu beeinflussen, ohne dabei auch rechtswidrig sich selbst zu verhalten. Deswegen konnte man Overblocking vorher, nachher nicht wirklich gut messen. Ich bin davon überzeugt, es war vorher vorhanden und ich bin überzeugt, dass es nach wie vor vorhanden ist. Wir haben versucht, gegen Overblocking-Entscheidungen von Facebook vorzugehen. Da hat man Probleme. Man könnte vorgehen, entweder über den einstweiligen Rechtsschutz, aber da stößt man an die Grenze der Leistungsverfügung aufgrund der Vorwegnahme der Hauptsache. Wenn ich sage, Facebook, du musst meinen Account wieder online schalten oder meinen gelöschten Beitrag wieder herstellen, dann nehme ich die Hauptsache vorweg und da brauche ich sehr hohe Anforderungen für eine solche Leistungsverfügung, weil ich mit der Unterlassungsverfügung typischerweise dabei nicht durchkomme. Wir haben es dann versucht mit einer Hauptsacheklage, einer Feststellungsklage vom Amtsgericht in Tübingen. Es hat auch funktioniert, es hat aber anderthalb Jahre gedauert. Anderthalb Jahre deswegen, weil Facebook jede gesetzte Frist mindestens zweimal hat verlängern lassen, jedes Mal bei einer mündlichen Verhandlung auch vorgegeben hat, wir können uns vielleicht vergleichen, was dann komischerweise doch nie zustande gekommen ist. Und so schafft man es selbst beim Amtsgericht, und das lag nicht an der Richterin, anderthalb Jahre mit diesem Prozess zu verbringen. Wir haben zwar gewonnen, das heißt, anderthalb Jahre später kam raus, dass die Entfernung, Vollpfosten bleibt Vollpfosten, wenn jemand das in der Presse nachlesen will oder in der Rechtsprechung, dass diese Äußerung nicht rechtswidrig war, weder gegen die Gemeinschaftsstandards verstieß, noch gegen deutsches Recht. Und die Sperre von 30 Tagen bis rechtswidrig ist. Aber man kann sich fragen, was bringt einem diese Feststellung nach anderthalb Jahren, insbesondere wenn man weiß, dass Facebook ja seine Praxis deswegen trotzdem nicht verändern wird. Und das ist der Grund, warum wir ein schnelleres Institut brauchen. Man hätte es auch in der ZPO natürlich veranlagen können. Man hätte sagen können, das, was wir im Urheberrecht haben, die ganzen einzelnen Verfügungsmöglichkeiten, könnte man sich natürlich auch für das allgemeine Persönlichkeitsrecht vorstellen. Vielleicht wird hier Josephine Ballon nachher dazu auch noch was sagen. Wir haben es ausprobiert, funktioniert, dauert ewig, ist praktisch nicht wirklich gut verwendbar. Und beim Overblocking muss man sich jetzt auch nochmal genauer betrachten, will man es wirklich verhindern um jeden Preis? Und welche Arten von Overblocking gibt es denn hier? Also wir haben natürlich die Fehlentscheidungen in diesem Bereich, wo etwas angeblich gegen Community-Standards oder Recht verstößt, aber in Wirklichkeit legal ist. Aber es gibt natürlich auch das Overblocking, was schon von Haus aus in den AGBs angelegt ist. Zum Beispiel Brustwarzen, Nacktheit. Nicht strafbar, wenn es nicht pornografisch ist. Trotzdem hat sich Facebook aber entschieden, wollen wir Nacktheit haben, gewinnen oder verlieren wir mehr? Einerseits gewinnen wir welche, die es gut finden, andererseits verlieren wir welche, die von abgeschreckt sind, also verbieten wir es. Hausregel. Darf man das? Ist das nicht auch eine Einschränkung der Freedom of Speech oder der Meinungsfreiheit? Vielleicht denken Sie sich auch, das lassen wir eigentlich durchgehen. Aber in dem Moment, wo etwas Bezug hat zu Grundrechten, da haben die bisherigen Gerichte, die über Overblocking-Entscheidungen entscheiden sollten, eigentlich immer die Drittwirkung der Grundrechte angenommen. Da hat man gesagt, die Entscheidung, ob etwas Hassrede ist oder nicht, da orientieren wir uns nicht an den Gemeinschaftsstandards, sondern doch wieder an den Regelungen 193, Wahrnehmung berechtigter Interessen oder 5 Grundgesetz und so weiter. Und das ist interessant, weil die Rechtsprechung hat das wahrscheinlich gut gemacht, aber eigentlich auf einer relativ dünnen Grundlage, wenn Sie mich fragen, weil man hätte durchaus sagen können, ich
betreibe ein Veganer-Portal, da möchte ich keine Äußerungen über Fleischzubereitungsmöglichkeiten haben. Wenn ich die Taz bin, dann möchte ich eine bestimmte redaktionelle Linie in meinen Artikeln und Leserbriefen haben. Also ich darf Sachen auch rausnehmen, obwohl sie nicht illegal sind. Und dürfte das nicht auch in Facebook? Oder müssen wir sagen, Medien ab dieser Größenordnung müssen für Pluralität sorgen? An der Stelle nur ein Gedankenansatz. Ich glaube, das ist eine materiellrechtliche Frage, nicht nur eine Verfahrensfrage. Erlauben wir es eigentlich den Netzwerken, beliebig zu entscheiden, was gelesen, gesehen, verbreitet werden darf? Oder müssen diese Regeln zum Beispiel bestimmten Regeln Transparenzgeboten genügen? Da sind wir beinahe in der AGB-Kontrolle. Da können wir sozusagen 307, 308, 9 BGB nochmal ergänzen und sagen, wenn du Regelungen hast zur Meinungsäußerung, du bist ein großes Portal, dann sind Regelungen verboten, die es verbieten oder die es dem Betreiber erlauben, beliebig zu entscheiden. Also, Herr Schäfer, wenn Sie nochmal ein weiteres Reparaturgesetz bauen wollen und noch eine Diskussion anstimmen, da wäre sozusagen zivilrechtlich noch Handlungsbedarf. Es sei denn, wir sagen, die Rechtsprechung geht immer davon aus, dass die Drittwirkung von Grundrechten über 242 oder 309 BGB oder was auch immer dazu führt, dass man aus dem Uservertrag das entsprechend regeln kann. Als die Amerikaner den Sturm des Kapitols in sozialen Medien kommentiert hatten, waren die Stimmen laut, reguliert endlich, tut was. Und ich fand es sehr interessant, David Kay, der Sonderbeauftragte der UNO für Freedom of Speech, war ja einer der glühenden Kritiker des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Und in dieser Nacht schrieb er auf Twitter, dass Twitter endlich was unternehmen müsste, dass das geblockt werden müsste. Und ich habe ihm das auch vorgehalten. Also es ist interessant, dass gerade Sie das so sagen, wo Sie doch das Netz.dg eher kritisch ein wenig kritisch gesehen hatten, und er antwortete darauf, ich war nicht nur ein wenig kritisch, sondern total kritisch, er ist nicht mehr auf dem Posten, also er kann sich jetzt noch freier dazu äußern, aber selbst die Amerikaner mittlerweile schreien, rufen nach Regulierung, und da müssen wir uns eben genau überlegen, wie viel Regulierung wollen wir haben, wollen wir wirklich einem Twitter erlauben, Donald Trump komplett zu löschen, was ja ständig passiert auf Twitter. Das Netz.dg hat nirgendwo gesagt, dass ein User shadowbanned oder komplett gelöscht werden muss, sondern hat nur gesagt, dass dieser Inhalt entfernt werden muss. Wollen wir das denen durchgehen lassen? Meine Damen und Herren, ich glaube, dass der Schutz der Meinungsfreiheit auch eine Aufgabe des Gesetzgebers ist. Und ich finde es so traurig, dass wir mit dem Netz.dg, was eine richtige Regulierung darstellt, mit handwerklichen Fehlern und so weiter, mag ja sein, aber es war wichtig, dass man reguliert, aber dass man sich damit natürlich auch die Kritik zuzieht, Overblocking zu verursachen oder nicht ausreichend Schutz für die Meinungsfreiheit zu gewähren. Sie erleben mich also heute sozusagen auch auf der anderen Seite für die Meinungsfreiheit einzustehen. Und Herr Schäfer, ich bin insofern froh, wenn Sie sagen, das Reparaturgesetz kommt, weil jetzt brauchen wir genau das. Wir waren uns alle einig, auch mit den Kritikern, dass es eine Möglichkeit geben muss, wie man gelöschte Inhalte wieder reinbekommt. Und da macht mir der Digital Service Act Sorgen, denn der greift zwar viele Sachen auf und viele sagen, ach, wir brauchen gar kein Netz.dg, warten wir, bis der europäische Gesetzgeber das regelt. Aber, meine Damen und Herren, die Rechtsbehelfe für Opfer im DSA sind schlechter. Sie sind schlechter als im Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ich kann zwar etwas dafür tun, wenn mein Inhalt gelöscht werde, aber ich kann zum Beispiel nicht gegen eine unterlassene Löschung vorgehen. Das ist etwas, da ist die Lobby noch nicht richtig gehört worden, beziehungsweise die Lobby der Opfer von Anas Modamani und dergleichen, die sind natürlich auch nicht so organisiert, außer vielleicht mit Hate Aid, aber das ist nur einer von ganz vielen Akteuren dort auf dem Parkett. Die haben nicht so richtig Eingang bisher gefunden in diese Auseinandersetzung. Ja, meine Damen und Herren, jetzt haben Sie mich alle gar nicht unterbrochen an den vielen Stellen. Ich schaue mal aber in den Chat rein, ob es irgendetwas gibt, was man dabei aufgreifen sollte. Herr Schäfer, haben Sie was gelesen, wozu man Stellung nehmen sollte? Nee, ist gar nicht so viel weiter drin. Ist nicht, aber bei den anderen Vorträgen haben wir es auch so gemacht, dass dann im Anschluss die Fragen gestellt worden sind. Also von daher trauen Sie nicht gut. Okay, Sie sind nicht alle eingeschlafen davon. Ich war jetzt. Dann komme ich auch tatsächlich einfach mal, würde ich überleiten zu dem Fragenteil. Die Diskussion Overblocking, Underblocking halte ich für extrem spannend aus der anwaltlichen Sicht, weil wir die Nutzer vertreten, die sich entweder gegen unterlassene Löschungsentscheidungen wehren wollen oder die tatsächlich ihren Inhalt wieder freigegeben haben. Und das ist nicht eine Frage von links und rechts, wer das jetzt schneller okkupiert. Es ist einfach nötig, dass diese Sachen überprüft werden.
Ich schaue mal gerade in meine Notizen, was ich noch unbedingt unterbringen wollte, weil natürlich habe ich mich nicht an meine Reihenfolge gehalten, die ich mir damals überlegt habe. Und ja, vielleicht runden wir den Aspekt nochmal kurz ab mit Regulierung. Braucht man sie überhaupt? Ich finde es erstaunlich, dass wir uns die Frage überhaupt stellen. Weil eigentlich muss die Frage doch sein, wollen wir eigentlich, dass unser Diskurs, die Art, wie wir uns Meinungen bilden, die Art, wie wir miteinander umgehen oder politisch aktiv werden, geprägt, geleitet, bestimmt werden von den Spielregeln von Herrn Mark Zuckerberg oder von den Regeln des Grundgesetzes? Und das ist offenkundig eine rhetorische Frage, aber wenn man sich sagt, das war eine gute Idee, was wir uns damals überlegt haben, nur die Meinungsfreiheit zu schützen, nicht jede Äußerung, eine gute Idee zu sagen, wer etwas in Bezug auf eine andere Person sagt, was geeignet ist, ihn verächtlich zu machen und so weiter, er muss beweisen, dass es wahr ist. Dieses Konstrukt, was ja schon über 150 Jahre alt ist, hat sich meines Erachtens bewährt, ist ein Ausfluss der Menschenwürde, ist ein Ausfluss dessen, dass wir Persönlichkeitsrechte stärker achten als die unbegrenzte Freiheit. Und jetzt können wir uns überlegen, werfen wir das alles über Bord, sagen wir lieber im Zuge des der Globalisierung müssen wir uns einem Weltkonsens anpassen und hinnehmen, dass bestimmte Personen Anfeindungen akzeptieren müssen, dass wir mit falschen Nachrichten leben müssen, es gibt ja schließlich Counterspeech, oder wollen wir dieses System, was sich eigentlich in Deutschland bewährt hat, insbesondere wenn es darum geht, Persönlichkeitsrechte zu schützen, beibehalten? Und wenn wir es schützen wollen, wenn wir doch das Grundgesetz weiter beibehalten wollen als Grundlage und die daraus entstandenen Gesetze, dann müssen wir auch in der Lage sein, es durchzusetzen. Und da brauchen wir einen selbstbewussten Ansatz, auch gegenüber den Plattformbetreibern, um klarzumachen, dass wir nicht bereit sind, unsere Werte und Regeln zur Disposition zu stellen. In dem Sinne würde ich gerne überleiten zu Ihren Gedanken und Fragen, wenn Sie haben. Wir haben tatsächlich jetzt im Chat auch schon die ersten Nachfragen von Frau Dr. Frost zum Beispiel. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie, welchen Gerichtsstand Sie nutzen? Wann erstatten Sie Anzeige für Ihre Mandanten bei der Polizei? Wann gehen Sie zu Gericht? Also, interessante Fragestellung. Wir gehen mal von der Konstellation aus, dass wir auf Seiten eines Opfers sind und wir gehen da von einem eher fliegenden Gerichtsstand aus. Dann sucht man sich die Staatsanwaltschaft aus, wenn man sozusagen die Wahl hat, wo man sich am meisten Expertise erhofft. Ich habe gerade eine Strafanzeige entworfen für Mitarbeiter von einem Recherchenetzwerk, die auch ganz übel immer wieder angegangen werden, Nordrhein-Westfalen. Und da ist es an sich naheliegend, dass man natürlich sich an Köln wendet, dort, wo die Möglichkeit besteht. Und dann schauen wir, wo es von dort aus weitergegeben wird. Ne? Also wir haben nach wie vor das Problem, dass viele Staatsanwälte, und vielleicht sind es nicht die, die heute hier sind, immer noch mit dieser empirischen Überzeugung kommen, Ehrdelikte sind ja Kleinkram. 186, 187, wir wissen, die Strafrahmen 1, 2, 3 Jahre ist nicht viel und da kommt ja nie was Größeres raus bei einem Ersttäter, das stellen wir ein nach 153, 154, 153a, meinetwegen, wenn es denn sein muss. Und das ist auch so ein Aspekt, die Rechtsgüter, die wir im StGB schützen, Leben, Vermögen, Ehre, haben eine Abstufung. Und es scheint so, dass noch nicht überall angekommen ist, dass wir Strafrahmen gerade verändern. Ich meine, jetzt ist ja gerade der Strafrahmen für 241, für Beleidigungen bei Nachstellung ist er schon bei 3 Jahren. Die sind ja schon alle erhöht worden, aber es dauert bestimmt eine ganze Zeit, bis das auch bei den Richtern ankommt, dass die Mittelstrafe für eine Beleidigung jetzt nicht mehr bei 180 Tagessätzen liegt oder dass eine Bedrohung, das war ehrlich gesagt für mich eines der größten Anliegen, dass der 241 mit seinem lächerlichen Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr endlich angepasst wird und eine Qualifikation bekommt, weil es geht eben nicht nur darum, dass man jemanden in dem Moment beleidigt und wehtut, sondern diese Bedrohungen haben Auswirkungen. Also wenn ich mir den Arm breche, dann tut das eine Weile weh, aber es ist irgendwann vorbei. Auch nicht schön, wenn das vorsätzlich durch jemand anders geschieht. Aber eine Bedrohung gegen meine Kinder, die damals noch zur Grundschule ging, führte dazu, dass ich tatsächlich richtig Stress zu Hause hatte. Frage, war aber jetzt eigentlich Gerichtsstand? Fliegender Gerichtsstand überall dort, zivilrechtlich, wo die Beleidigung sich auswirkt. Insofern gehen wir momentan im Persönlichkeitsrecht noch davon aus, dass sie überall, wo das Internet abrufbar ist, auch eine
örtliche Zuständigkeit haben nach der ZPO für den deliktischen Gerichtsstand. Dann, ich schaue mal selbst in den... Bitte. Also, wir haben verschiedene Sachen schon ausprobiert, weil tatsächlich, da wird die Josephine Ballon nachher noch was sagen. Zum Beispiel, wir haben jetzt einen Rechtsstreit in Planung, wo wir nach Frankfurt möchten. Ich meine, jetzt kann ich sagen, Frankfurt ist allein deswegen naheliegend, weil von Würzburg aus ist das nur eine Stunde. Würzburg wähle ich tendenziell eher weniger. Als ich damals, 2016, die einstweilige Verfügung eingereicht hatte gegen Facebook, hatte ich das Landgericht Würzburg gewählt, weil ich dachte, ein Gericht, was normalerweise nicht für Rechtsfortbildung bekannt ist, wird mit traditionellen Maßstäben entscheiden und sieht, das ist rechtswidrig, also machen wir eine einstweilige Verfügung und zwar am besten ohne mündliche Verhandlungen sofort im Beschlusswege. Hat sich dann ergeben, war keine so gute Idee. Falls Sie den Facebook-Prozess verfolgt hatten, damals hatten die Richter gesagt, wir können nicht ausschließen, dass der technische Vortrag von Facebook wahr ist, dass man also tatsächlich eine Wundermaschine bräuchte, um diese Inhalte zu entfernen. Die Presse hatte natürlich gesagt, wie kann man denn so verrückt sein? Und das war, die Richter sagten mir später, sie fanden das auch nicht fair, wie die Presse danach mit ihnen umgegangen ist, weil es dann auf eine technische Frage hinauslief. Also das Gericht hatte damals unter anderem seinen ablehnenden Beschluss darauf gestützt, ein Urteil damals, war ja eine mündliche Verhandlung, dass in dem Verfügungsverfahren die technischen Fragen nicht ausreichend geklärt werden konnte. Ich würde vorziehen Gerichte, die sich schwerpunktmäßig mit der Sache befassen, also in Zivilsachen. Und es gibt natürlich schon so ein gewisses Nord-Süd-Gefälle. Man glaubt, dass man in Hamburg schneller eine einstweilige Verfügung bekommt als in München. Ich mag aber die Frankfurter Rechtsprechung in Pressesachen eigentlich, weil ich sie weder in der einen oder anderen Sache voreingenommen halte, aber dass die sich da ausreichend Zeit nehmen für eine sachliche Auseinandersetzung. Ich weiß gar nicht, Sie sind von Trier, Rheinland-Pfalz, okay. Nee, Frau Frost, ich jetzt wusste nicht, wo Sie herkommen, ob ich Ihnen jetzt auf die Füße getreten bin oder nicht. Machen wir weiter. Caroline Heister schreibt, kann man denn nicht beide Probleme, Over- und Underblocking, dadurch angehen, dass man ein Instrument für schnellen, effektiven Rechtsschutz schafft? Ich finde, dass das Gegenvorstellungsverfahren nur ein Baustein ist. Ich glaube in der Tat, dass wir eine gerichtliche Überprüfung brauchen. Ob man jetzt ein Verfahren beim Plattformbetreiber vorschaltet oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wissen Sie, wenn es nach mir ginge, sollten wir das Problem auch in der ZPO lösen. Ich bin immer neidisch, wenn ich mache ja IT-Recht, schaue, wie gewerblicher Rechtsschutz funktioniert, welche Rechtsbehelfe es da im 101 Urheberrechtsgesetz gibt, einen eigenen Auskunftsanspruch, der im Wege einer einstweiligen Verfügung geltend gemacht werden kann, wenn nur irgendwie ansatzweise absehbar ist, dass hier ein Problem besteht. Bei Persönlichkeitsrechten hat man das nicht. Ich meine, wir hatten das Problem ja im TMG gerade deswegen, weil dort ursprünglich für die Datenfreigabe nur gewerblicher Rechtsschutz vorgesehen war und dann hat man noch die allgemeinen Rechtsgüter hinzugefügt, die man halt vorher drin vergessen hatte. Wir haben das Problem, dass Persönlichkeitsrechte schon bisher im Rechtssystem nicht so gut geschützt werden. Und das Problem Overblocking, Underblocking, wir müssen auf den Spot treffen. Wir können nach links oder nach rechts Fehler machen. Wir haben mit dem NetzDG zwar das Underblocking-Problem getackelt, aber das Overblocking muss natürlich genauso angegangen werden. Wir könnten da auch über Bußgeldverfahren reden. Ich glaube allerdings, dass es eine gute Idee ist, den Aufwand für die erste Prüfung beim Plattformbetreiber zu lassen. Der verdient das Geld damit. Mag sein, dass deren Mitarbeiter nicht so gut sind wie die in der Justiz. Aber ich würde auch nicht der Justiz jetzt zumuten, wie viele Millionen Fälle sind es? Haben wir Zahlen dazu? Wir haben eine Million Löschungen im Monat und wahrscheinlich ein Vielfaches an Meldungen dazu. Das ist nichts, was aber Justiz anlanden sollte, zumal es gar keine Rechtsgrundlage eigentlich dafür gibt, um Löschungsentscheidungen in der Justiz durchzuführen. Aber einstweiliger Rechtsschutz kostet zwar ein bisschen Geld, ist eine Hürde, ist aber eine faire Möglichkeit und ich hoffe, es gibt ja die Möglichkeit, dann auch nach den Entscheidungen aus so einem Gegenvorstellungsverfahren den Rechtsweg zu beschreiten. Wie gehen Sie mit dem Problem des Ausweichens auf Plattformen mit weniger oder keiner Kooperation mit Ihren Mandanten um, beispielsweise wenn auch Facebook und Co. nur Links zu diffamierenden Inhalten auf anderen Seiten gepostet wird, sehen Sie in diesem Bereich Strategien zu wirksam? Ausweichen auf andere Plattformen. Als früher die Leute auf VK und Telegram ausgewandert sind, dachte ich als erstes,
Naja, sollen doch die Extremisten alle dort ihr Unwesen treiben, stört mich doch nicht, dann habe ich es ja nicht in meiner Timeline. Das war aber ein naiver Gedanke, weil es geht ja nicht nur darum, dass man auf Facebook in Ruhe seine Timeline genießen kann, sondern es geht natürlich auch darum, dass in diesen ausgewichenen Netzwerken genau diese Mobilisierungsarbeit führt, die dann zu echten Straftaten, zu Doxing oder Gewalttaten im echten Leben führen. Und das ist ein Problem, was wir bisher zu wenig betrachtet haben. Wir müssen uns auch überlegen, was man mit Telegram macht, aber die Mittel dafür sind natürlich unangenehm. Wenn man ein Telegram nicht laden kann, wenn man die Unternehmensführung nicht mit Bußgeldbescheiden disziplinieren kann, dann muss man wahrscheinlich wirklich über andere Zugangssperren nachdenken. Und das ist natürlich eine heiße politische Diskussion. Aber ich glaube, dass wir sie führen müssen, dass wir uns auch überlegen müssen, wie man Regulierung in diese im Ausland sitzenden und nicht kooperativen Medien reinbekommt. Oder Herr Schäfer, haben Sie schon Ansätze dafür? Gibt es da schon was in der Schublade, wie wir Telegram endlich zur Raison bringen? Naja, das ist ja eine Frage auch des Digital Services Acts. Also die Karten werden ja im Moment neu gemischt. Sie haben es ja auch schon erwähnt. Die EU steht da in Startlöchern. Da wird im Moment über den Digital Services Act verhandelt. Und das ist jetzt das Spielfeld. Übrigens auch im Bereich des Overblockings im Prinzip. Ja. Da haben wir auch, also wir als nationaler Gesetzgeber sind da auch dann in Zukunft eher ein bisschen außen vor. Und wir müssen jetzt schauen, wie das bestehende Recht des NetzDG, wie wir das quasi jetzt irgendwie entweder erhalten können oder in den DSA überführen können. Also wir sind jetzt nicht mehr so frei in Zukunft hier eigene Regelungen zu machen. Deswegen halte ich es für eher unwahrscheinlich, dass wir jetzt hier als nationaler Gesetzgeber noch das Thema Overblocking angehen. Vielleicht in dem Zusammenhang eben die Vorschriften, die es gibt. Wir haben zum einen eine verantwortlich sind, dass sie beachtet werden müssen. Ist noch recht schwammig und auch Deutschland, die Bundesregierung, bringt auch im Rahmen der Verhandlungen mit der Ratsarbeitsgruppe Binnenmarkt vor, dass man eben diese Kriterien noch verstärken sollte. Zumal auch die Politik grundsätzlich im Moment ein Unbehagen hat, den Anbietern quasi freies Feld zu überlassen und zu sagen, die dürfen selber bestimmen, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist, was gelöscht werden darf, was nicht gelöscht werden darf. Was für mich auch noch wichtig ist in dem Zusammenhang, diese Vorschrift, die bezieht sich auf alle Vermittlungsdienste, also nicht nur auf die Online-Plattformen oder sogar die sehr großen Online-Plattformen, also das Digital Services Act nimmt da eine gewisse Abstufung vor und je größer ein Anbieter ist und je bedeutender er ist, desto stärker sind die Verpflichtungen. Also diese Verpflichtung zu AGBs gilt für alle. Und da möchte ich auch noch hinweisen auf die Vorschrift des Artikel 20. Da wird auch geregelt, wann Online-Plattformen Nutzer ausschließen dürfen. Also wenn die jetzt den Dienst des Öfteren missbraucht haben. Da ist eben eine Warnung vorher erforderlich und zwar noch die Kriterien festgelegt, was bei der Entscheidung zu berücksichtigen ist. Das ist schon mal eine gute Entwicklung, würde ich sagen, dass man da doch einen gewissen Rahmen schafft. Also die Frage ist halt, für wen gilt das? Also wie gesagt, für die Online-Plattformen, das sind eben Hosting-Dienste, die eben hier den Austausch zwischen den verschiedenen Menschen ermöglichen. Also ein guter Ansatz. Allerdings ist es nur eine Vorschrift, wann die Online-Plattform handeln muss. Es sagt aber nicht, wann die Online-Plattform handeln kann. Also eine gewisse Art des Overblocking wird dadurch nicht ausgeschlossen. Das ist auch wieder eher so im Hinblick auf Underblocking. Wobei Sie eigentlich auch in Ihrer Anmerkung sehr recht hatten, dass der DSA
der Entwurf des DSA ansonsten eigentlich nur den Inhalteverfasser im Blick hat. Also wenn es jetzt darum geht, nochmal gegen eine Entscheidung des Anbieters vorzugehen und die in Frage zu stellen, also dieses Recht, also was wir im Nationalrecht dann als Gegenvorstellungsverfahren bezeichnen würden, das steht nur dem Inhalteverfasser zu, aber nicht dem Betroffenen oder demjenigen, der jetzt den Verstoß gemeldet hat. Und dasselbe ist auch bei der Schlichtung so. Also das Schlichtungsverfahren steht auch nur dem Inhalteverfasser offen, aber nicht dem Betroffenen oder dem Meldenden. Also das ist vielleicht jetzt von meiner Seite hier zu. Ich finde es sehr interessant, dass Sie die zivilrechtliche Seite schon sozusagen in Arbeit hatten. Ich dachte mir, ich hätte mir das gerade selbst ausgedacht, dass man dort eine Regulierung braucht. Sie haben es schon vorgenommen. Schaue ich mir gerne auch nochmal genauer an. Weil tatsächlich, wenn wir schon regulieren, dann sollten wir dort ansetzen, wo der Hebel ist. Also erstens bei der Plattform und schon bei den Grundregeln. Also ich denke, dass diese Community-Standards, die AGBs der Plattformbetreiber, viel, viel genauer betrachtet werden müssen. Die denken sich die beliebig gerade aus und dort müssen Grundrechte eine Rolle spielen. Oder braucht man nicht nur Transparenzregeln, sondern eben auch Voraussetzungen, welche Rechtsbehelfe getroffen werden können, die eine Identität, ein Account auf Facebook oder Twitter und so weiter ist ja sogar ein wirtschaftlicher Wert. Da haben Leute was rein investiert und momentan ist es so, wenn Facebook sagt, ich lösche den einfach mal, habe ich kaum eine Möglichkeit, aus meinem Vertragsverhältnis dagegen anzukommen. Also diese Regeln, wie man sozusagen dieses Asset, mit dem man ja, für das man ja bezahlt hat mit seinen Daten, wie sozusagen da das Äquivalenzverhältnis in dem synalagmatischen Vertrag hergestellt werden muss, das ist eine zivilrechtlich wichtige Frage. Frau Frost hatte noch eine Frage gestellt. Ich glaube, es ging in die Richtung Fake Account, also Identitätsdiebstahl. Also sie fragte, was ist, wenn jemand mit meinem Namen auf web.de unterwegs ist. Zunächst mal weiß man, bei web.de kriegt man bestenfalls eine IP-Adresse raus. Manchmal hat man Glück und kann damit irgendwie grob einordnen, wo jemand ist. Manchmal machen Leute auch blöde Fehler und verwenden diese Adresse woanders. Deswegen lohnt sich Strafanzeige eigentlich immer. Ich empfehle meinen Mandanten eigentlich fast immer die Strafanzeige, auch wenn ich ihnen sagen muss, es kann sein, dass wir den Täter nicht ermitteln. Den Leuten ist es wichtig, diese Strafanzeigen zu erstatten. Es ist wichtig, es abzugeben und alles zu tun, was überhaupt möglich ist, auch um sich später vielleicht zu rechtfertigen und zu sagen, ich war das nicht, guck mal, hier ist ein Ermittlungsverfahren, auch wenn es auf immer ein UJS-Aktenzeichen bleiben wird. Ich denke mir manchmal als Jurist, bringt doch nichts, kann man sich doch gleich sparen, verursacht nur viel Arbeit, aber selbst mit dieser Beratung entscheiden sich die Leute, den Aufwand zu betreiben und sowas vor die Staatsanwaltschaften zu bringen. Josephine schreibt, aber die kann gleich auch selbst sprechen. Also, ich nehme an, dass Josephine in ihrem Vortrag genau auf diesen Punkt auch eingehen wird, aber ich möchte es gerne unterstreichen, wir brauchen auch Rechtsschutz für die Leute, die betroffen sind. Die Leute, die es melden, sind typischerweise vielleicht auch die, die ein Interesse haben, wobei es muss ja nicht sein. Es muss ja nicht sein, dass der Meldende selbst auch der Rechtsgutinhaber ist. Aber wenn er es ist, dann wäre es eigentlich wichtig, dass er auch die Möglichkeit hat. Das ist eigentlich ein Standard, dass man alle Beteiligten an einem Verfahren auch die Möglichkeit gibt, sich ins Verfahren einzubringen oder auch dagegen Rechtsmittel einzulegen. Ja, ich würde vielleicht dazu noch kurz Stellung nehmen. Also jetzt unbedingt schon alle Fakten vorgebracht werden. Also es ist ja häufig so, dass die Meldungen sehr kurz sind. Wir haben auch eine sehr niedrige Begründungserfordernisse im Gesetz. Also es kann durchaus sein, dass jemand bloß darauf hinweist, auf einen bestimmten Post und sagt, ich bin der Ansicht, das ist rechtswidrig. Auch dass quasi vielleicht auch der Meldende quasi darauf vertraut, dass das soziale Netzwerk selber erkennt, aus welchen Gründen jetzt dieser Post rechtswidrig ist. Und dann kommt halt die Entscheidung, nein, das ist nicht rechtswidrig, wir lassen es denn stehen. Und dann ist natürlich durchaus möglich, dass der Meldende dann nochmal nachlegen möchte und nochmal eine Überprüfung der Entscheidung herbeiführt. Ist ja auch im gerichtlichen Verfahren so. Das ist ja auch jetzt schon erstinstanzlich natürlich immer mit Darstellung, Gegendarstellung, beziehungsweise das so gestuft ist, mit dem Vorbringen, Vorbringen, Gegenvorbringen.
und auch natürlich immer auch Möglichkeiten besteht, dann in die nächste Instanz zu gehen, wo ja immer noch ein bisschen was Neues vielleicht dazu kommen kann und vorgebracht werden kann. Also deswegen würde ich das auch mehr nicht so als zwingend ansehen, dass das eigentlich mit der ursprünglichen Beschwerde alles gesagt ist. Vielleicht kann ich dazu noch mal ganz kurz selbst was sagen. Wir können überleiten, aber das soll natürlich jetzt nicht die Diskussion abbrechen. Wir sehen uns ja nachher noch wieder. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit an der Stelle. Ja, also ich wollte es jetzt nicht abwürgen. Ich wollte auch noch weitere Anmerkungen bestehen. Die dürfen natürlich auch mündlich vorgebracht werden. Wir haben natürlich nachher auch noch eine Diskussionsrunde dann mit allen drei Referentinnen und Referenten heute. Da besteht natürlich auch die Möglichkeit, Der Battleground wird der Digital Service Act sein und am Schluss stellt sich dann heraus, ob das NetzDG einfach eine politische Aktivität war, wo man mal bewiesen hat, wie man es machen kann, ein Blueprint. Aber selbst dafür lohnt es sich, glaube ich, jetzt gute Vorschläge noch ins NetzDG einzubauen, selbst wenn es vielleicht dann nach 2-3 Jahren auch wieder obsolet wird. Wobei wir wissen ja nicht, wie lange der DSA braucht, bis er umgesetzt wird. Deswegen finde ich es so wichtig, dass wir jetzt Gas geben mit dem Gegenvorstellungsverfahren, dass wir Erfahrungen sammeln, dass wir es vielleicht auch noch wieder nachbessern, wenn wir feststellen, dass wir in die falsche Richtung gerannt sind. Aber das gibt uns Vorschub auch eben für gute Regulierungen im DSA. Gut, dann haben wir jetzt hier noch Dankesworte. Denen würde ich mich auch anschließen. Herzlichen Dank, das war wirklich ein sehr lebhafter Vortrag und es hat wirklich Spaß gemacht, hier zuzuschauen und zuzuhören. Also vielen Dank und wir freuen uns gerne. Auch bis später. Auf die Teilnahme dann wieder an der Abschlussdiskussion. Danke. So.